Morning. It's not morning. Ich bin gerade auf dem Weg. Ich war hier schön den Rhein entlang an einem wunderschönen Junitag hier in Köln auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Davor habe ich noch bei DM gestoppt und habe etwas Besonderes eingekauft. Das werde ich euch gleich zeigen. Über die Rotenkirchener Brücke drüber. Und bis ich zu Hause bin, dauert es noch ungefähr eine Stunde mit dem Fahrrad. Eine Stunde zur Arbeit gefahren und eine Stunde zurück mit dem Fahrrad. An einem so schönen Tag wie heute. Ich dachte mir, ich fange mit dem Video schon mal an, weil sonst schaffe ich das alles wieder nicht. Sonst habe ich wieder zu wenig Zeit zu Hause. Es ist eine sehr schöne Strecke. Immer am Rhein entlang, Fahrradwege, keine nervigen Autos. Man kriegt die ganze Zeit die Fliegen ins Gesicht. Aber ansonsten macht es sehr viel mehr Spaß als jetzt bei diesem Wetter in der stickigen Bahn. In meinem Channel gibt es jede Woche ein neues Video. Ursprünglich war das so angesetzt, sonntags 18 Uhr. Aber das kann variieren. Ich versuche noch einen festen Tag zu finden, dass sich das so ein bisschen einpendelt. Stoppte ich bereits bei DM und habe ein paar Produkte mitgenommen und was zum Beispiel zeige ich euch jetzt. Zum Beispiel das hier, noch vieles mehr. Und wenn ihr euch jetzt denkt, oh mein Gott, Nivea Man, ich bin hier falsch, ich klicke mal eben weiter, dann sage ich euch, bleibt dran, denn dann habe ich ein paar Geheimnisse für euch und die verrate ich euch aber erst zu Hause. So. Dann werde ich das Geheimnis mal lüften mit meinen DM-Haul-Produkte für Männer. Alles begann damit, dass eines Tages eine Freundin von mir sich bei DM ganz selbstverständlich eine Augencreme für Männer holte. Ich war ganz irritiert und erstaunt und sie meinte, ja, die sei viel besser und viel günstiger und sie würde darauf schwören und sei davon überzeugt. Und das brachte mich auf eine Idee. Ich ging also zu DM und guckte mir die Männersektion mal so ein bisschen näher an. Bis dato hatte ich dem Ganzen, wahrscheinlich wie die meisten von euch, überhaupt keine Aufmerksamkeit geschenkt. Und ich war überrascht. Ich bin erstmal ganz euphorisch geworden, denn ich habe was entdeckt, was ich aus Amerika kannte. Dort gab es das auch für Frauen. Ich habe früher in Amerika gelebt. Und es ist ein Produkt, das ich hier in Deutschland die ganze Zeit vermisst habe und wo ich mich auch gefragt habe, warum macht ihr das nicht für den deutschen Markt? Und jetzt finde ich es in der Männer-Section. Ich bin ausgerastet und habe es natürlich gekauft. Passt mal auf. Das ist von L'Oreal Man Expert Hydra Energy tägliche Reinigung. Was das Besondere daran ist, ist, dass es mit Kohle ist. Das klingt jetzt wahrscheinlich ein bisschen seltsam für den einen oder anderen von euch, aber in Amerika gibt es ganz tolle Masken mit Kohle, weil Kohle so ein Stoff ist, der die Haut extrem reinigt und alles rauszieht aus der Haut. Und die macht man dort, wie halt bei uns, Schlammmasken. Und das jetzt ist genau auch mit Kohle und gegen Unreinheiten, steht drauf für eine frische, gesund aussehende Haut und ich habe es auch schon ausprobiert und es ist das gleiche wie in Amerika. Das einzig Irritierende ist, dass es so ein bisschen männlich natürlich riecht, also ein bisschen herber, aber ich finde es geht. Es ist eher so Unisex und wenn ihr das sehen könnt, das ist auch wirklich ganz schwarz wie Kohle und es wird dann aber weiß auf eurer Haut. Magic! Ich habe es als Reinigungsgel benutzt, aber auch als Maske. Ich habe es einfach dicker aufgetragen und einwirken lassen. Das funktioniert genauso. L'Oreal, warum macht ihr das nicht für Frauen? Warum? Kohle ist super. Ein Geheimtipp. Also ein Männerprodukt, das ihr Mädels unbedingt ausprobieren müsst. Und als ich dann dieses Produkt entdeckt hatte, war ich so begeistert. Da war dann mein Enthusiasmus erst richtig geweckt und ich habe mir alles ganz genau angesehen und habe noch mehr mitgenommen und habe gedacht, vielleicht
gibt es unter den Männerprodukten noch mehr, was wir auch gut gebrauchen können. Und ich bin tatsächlich fündig geworden. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe dann entdeckt, und ich habe es euch vorhin schon auf dem Weg nach Hause gezeigt, dass es auch von Nivea Men gibt es auch ein Produkt, und zwar ist es neu, auch mit Kohle. Und zwar Aktivkohle, aber dieses Mal nicht für das Gesicht, sondern als ganzes Duschgel. Da habe ich jetzt keine Vorstellung davon, wie das funktioniert. Das habe ich noch nicht benutzt. Das werde ich heute Abend ausprobieren und da werde ich euch berichten. Riecht auch ganz gut. Auch ein bisschen männlich natürlich, aber ich bin ganz gespannt. Ich bin ja obsessed mit Kohle. Also mit echter Kohle natürlich, nicht mit Geld oder so. So, was haben wir noch? Dann habe ich gefunden, in der Männer-Section, von Balea Men Fresh Peeling Gel. 3-in-1. Und das habe ich mitgenommen, weil da drauf steht, mit Salicylsäure, Anti-Porenverstopfung, Anti-Hautunreinheiten, Anti-Hautglanz. Und ich eh so eine schwierige Problemhaut habe und dachte mir, das klingt doch super, das ist ein Peeling, das soll man auch nur, ich glaube, zwei bis dreimal pro Woche kann man das benutzen und ich liebe es. Ich finde es wirklich besser als alle Balea Frauenprodukte, die ich jemals probiert habe und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum die andere Wirkstoffe wählen oder ob es jetzt einfach nur meine Haut ist, dass es einfach besser passt. Probiert das aus, lasst euch nicht abschrecken davon, dass Männer draufsteht. Was für Männer gut ist, muss ja für Frauen nicht schlecht sein, richtig? So, dann bin ich richtig in das Shopping-Fieber verfallen sozusagen und habe auch nochmal zugeschlagen bei Balea. Wake-up Call, Hydro Energy Gel, Energiekick, ultraleichte Textur mit Taurin und Guarana. Und es hat mich einfach angesprochen, weil da hinten drauf steht, dass es halt der Haut Feuchtigkeit spendet, Energie verleiht und sofortige Frische, gerade für den Sommer. Und ich dachte mir, gerade im Sommer will man nicht immer Make-up tragen und man möchte aber trotzdem frisch aussehen und ein ebenmäßiges Hautbild haben. Und das genau verspricht Wake-up Call. Lustig finde ich auch, dass es mit Taurin und Guarana ist, also die Produkte oder Inhaltsstoffe, die wir ansonsten von Energy Drinks kennen. Das heißt, was wir innerlich einnehmen, können wir jetzt auch äußerlich auftragen und auch über die Haut aufnehmen. Und ich finde es super. Ich finde es wirklich gut, weil es Feuchtigkeit spendet und eben nicht glänzt. 24 Stunden Feuchtigkeit, ultraleichte Textur. Was ich nicht mag, es ist nicht sehr ergiebig. Es hat diesen tollen Pump-Spender. Und ich habe es jetzt, ich glaube, 5-mal benutzt und so viel ist schon raus. Also man braucht wirklich viel davon. Das ist mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten, tolles Produkt. Zugreifen. Okay, und jetzt komme ich noch zum ultimativen Geheimtipp, den ich auch über eine Freundin erhalten habe. Und zwar ist das ein Rasierschaum für Männer. Nivea Men Sensitive Rasierschaum. Mousse schützt empfindliche Haut vor Irritationen und ist mit 100%, mit 0% Alkohol. 100% Alkohol ist gerade schlecht für sensible Haut. Und ich liebe dieses Produkt. Wenn ich eines von all denen, die ich euch gezeigt habe, nie wieder hergeben würde, dann ist es das. Weil ich einfach mit diesen ganzen Rasierschaum, Gedöns, Gels, was es so gibt für Frauen, nie zufrieden war. Es war nie die perfekte Textur für mich. Ich mag diese Düfte, die es da gibt, nicht mit Kokos und Ananas und Beeren und so. Das mag ich alles nicht. Und ich finde, dass man sich ganz schön oft Schnitt- oder sehr leicht Schnittwunden zufügen kann. Ich weiß nicht warum. Ich war nie zufrieden damit. Und jetzt habe ich das entdeckt und das ist toll. Das ist ganz smooth. Das ist wirklich für sensible Haut. Ihr habt keine Irritationen mehr, keine Schnitte. Es ist auch hier... hier steht verbesserte Formel, das wurde wohl nochmal überarbeitet. Es ist ganz, ganz toll, ein ganz anderes Hautgefühl. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum man so unterschiedliche Produkte herstellt. Aber probiert das einfach mal aus. Vielleicht ist es für den einen oder anderen unter euch auch ein kleiner Geheimtipp. Ja, das war's von mir für heute an diesem heißen, heißen Junitag, fast schon Juli.
hier in Köln. Nächste Woche gibt es ein Video von mir zum Thema grüne Smoothies. Also schaltet wieder ein. Abonniert mich, damit ihr nichts mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Und schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr Lust habt, ob ihr auch schon mal Produkte für Männer durchforstet habt, ob ihr auch schon mal in deren Revier sozusagen gewildert habt und so ein bisschen was ausprobiert habt, ob ihr vielleicht andere Produkte kennt, die ihr auch super findet, wo ihr sagt, hey Mädels, da müsst auch ihr mal zuschlagen. Also Fazit der Geschichte heute, ich glaube, ein Blick nach links und rechts in die anderen Abteilungen von DM kann sich durchaus lohnen. Tschüss!